Ja, ist gerade ein bisschen langweilig, deshalb habe ich gedacht, ich spiele mal ein Quiz im Internet, das ich bei einem anderen YouTuber gesehen habe. Das mit den Worten, dieses Ergebnis hat für mich den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich bin erstaunt, wie genau es ist. Jetzt fühle ich mich nicht mehr so alleine, weil ich weiß, dass es noch jemanden gibt, der genauso ist. Bewertet wird. Ja. Ich spiele das auf dem Handy, deshalb seht ihr hier meinen Griffel ein bisschen drauf. Ja, erhalte eine genaue Beschreibung davon, wer du bist und warum du Dinge auf die Art und Weise angehst, wie du es tust. Ja, dann würde ich mal sagen, mache ich mal den Test. Ja, drei Dinge, die ich vorher wissen sollte, ehe ich den Test mache. Ja, von Neeres Jeep Explorer. Ja, okay. Drei Sachen. Du sollst weniger als 12 Minuten dafür benötigen. Beantworte die Fragen ehrlich, auch wenn sie dir nicht gefallen. Und versuch, keine neutralen Antworten zu hinterlassen. Okay, ja, dann werden wir das mal starten. Hier ist schon die erste Frage. Ich werde das mal in der Quatsch, in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr das auch mal spielen könnt, wenn ihr wollt. Es sind, soweit ich weiß, 60 Fragen. Da steht, ich soll nur 12 Minuten dafür brauchen. Also, ja, also los geht's. Mal sehen, wie ich das zusammenschneide. Es fällt Ihnen schwer, sich anderen Menschen vorzustellen. Schon ein bisschen, aber nicht sehr. Sie verlieren sich oft in Gedanken, dass sie ihr Umfeld ignorieren oder vergessen. Ja, kommt vor. Sie versuchen, ihre E-Mails möglichst schnell zu beantworten und mögen keine unordentliche Inbox. Auf jeden Fall. Sowas. Ich bin ein sehr ordentlicher Mensch und naja, in solchen Sachen bin ich ein sehr ordentlicher Mensch und ja, ich mag es nicht, wenn. Und auch mein Kanal muss ich immer aufgeräumt haben und es fällt ihnen leicht, entspannt und konzentriert zu bleiben. Selbst wenn sie unter Druck stehen. Ich würde ja fast eine neutrale Antwort geben, aber ich bin mir nicht sicher. Ach, sagen wir ja. Normalerweise beginnen sie keine Gespräche. Doch. Doch, ich denke, ich beginne öfters mal Gespräche. Na, das ist dann dementsprechend falsch. Sie tun selten etwas nur aus Neugier. Ich bin Let's Player. Ich mache gerade ein Quiz nur aus Neugier. Naja, auch aus Langeweile, aber vor allem aus Neugier. Also, stimmt irgendwie auch nicht. Und weiter. 10 Fragen haben wir schon. Sie fühlen sich anderen überlegen. Bisschen. Nicht weiter verraten. Organisation ist Ihnen wichtiger als Anpassungsvermögen. Das Gefühl, dass Sie sich bei anderen rechtfertigen müssen. Ja. Es ist übrigens so, dass ich mich re immer rechtfertigen muss, weil ihr Umfeld zu Hause und ihr Arbeitsplatz ist recht ordentlich. Nein, machst jetzt keinen Kameraschwenk. Ihrer Meinung nach sind sie mehr praktisch veranlagt als kreativ. Aber absolut nicht. Ich habe eine Feinmotorik von einem Stein. Leute, ich kann weder zeichnen, noch handwerken, noch stricken, noch. Was fällt mir noch ein? Irgendwas basteln? Ich bin einfach meine Null.
fragt mein Zeichenlehrer. Ich bin mehr kreativ, ja. Oder ein Videospiel ist oftmals besser als eine gesellschaftliche Veranstaltung. Wollen wir mal nicht drüber reden. Einen Plan entwickeln zu können und diesen zu verfolgen, ist der wichtigste Teil eines jeden Projekts. Stimmt. So, 40 Fragen haben wir schon. Sieht man hier oben. Sie lassen sich selten von Fantasien und Ideen ablenken. Stimmt nicht. Lass mich leider schon sehr oft ablenken. Sie verlieren sich oft in Gedanken, wenn sie in der Natur spazieren gehen. Kein Kommentar. Wenn jemand nicht schnell auf ihre E-Mail antwortet, machen sie sich Sorgen, ob etwas Falsches gesagt haben. Oh, ja, das passiert mir oft. Zwar nicht auf E-Mails, aber auf Nachrichten, WhatsApp und Twitter. Da. Ja, stimmt. Als Elternteil ist es ihnen wichtiger, dass ihr Kind zu einem liebenswürdigen Menschen heranwächst, als unbedingt intelligent zu sein. Elternteil? Okay, ab heute habe ich Kinder. Wusste ich nicht. Schön zu wissen. Ich glaube, mein Kind, was ich ja jetzt neuerdings bekommen habe, wusste noch ja nichts davon, muss ich mich mal informieren. Ah ja, muss schon ein bisschen ein liebenswürdiger Mensch sein, aber darf jetzt auch nicht so ein Vollhonk sein wie so ein Alphastein oder so ein. Ja, ich würde mal sagen. Stimmt ein bisschen, ja. Sie lassen nicht zu, dass andere ihre Handlungen beeinflussen. Absolut. Ihre Träume drehen sich häufig um die reale Welt. Nope. Sie improvisieren eher, als dass sie vorsichtig planen. Ja. Meine YouTube-Videos existieren daraus. Ihre Emotionen steuern sie mehr als dass sie diese als was? Ihre Emotionen steuern sie mehr als dass sie diese steuern. Stimmt nicht. Absolut nicht. Sie gehen gern zu gesellschaftlichen Veranstaltungen, bei denen man sich verkleidet oder Rollenspiele stattfinden. Sie verbringen häufig Zeit damit, unrealistische und unpraktische Ideen zu überdenken, die jedoch faszinierend sind. Sie improvisieren lieber, als Zeit damit zu verbringen, einen detaillierten Plan auszuarbeiten. Machen sich oft Gedanken über den Grund der menschlichen Existenz. Logik ist für gewöhnlich wichtiger als Herz, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Nö. Es ist ihnen wichtiger, ihre Optionen offen zu halten, als eine Aufgabenliste zu haben. Boah, mir eigentlich egal. Wenn ihr Freund, ihre Freundin über etwas traurig ist, dann bieten sie wahrscheinlich eher emotionale Unterstützung an, als dass sie Möglichkeit zur Problemlösung vorschlagen. Sie fühlen sich selten unsicher. Ja, sie haben keine Probleme damit, einen persönlichen Zeitplan festzulegen und sich daran zu halten. Mache ich.
Recht zu haben ist bei der Teamarbeit wichtiger als kooperativ zu sein. Ja, komm. Sind der Ansicht, dass alle Meinungen respektiert werden sollten und zwar unabhängig davon, ob diese von Fakten gestützt werden oder nicht. Stimmt nicht. Nee, müsste schon irgendwie auf Fakten gestützt sein, weil eine Meinung, die nicht auf Fakten gestützt werden. Okay, ja, das ist Donald Trump. Sie haben mehr Energie, nachdem sie Zeit mit einer Gruppe von Leuten verbracht haben. Stimmt nicht. Ich habe eigentlich immer Energie. Sie verlegen Dinge häufig. Ja. Sie stufen sich selbst als emotional sehr stabil ein. Boah. Ihr Kopf ist stets voller unerforschter Ideen und Pläne. Ja. Sie würden sich selbst nicht als Träumer bezeichnen. Doch. Es fällt ihnen gewöhnlich schwer, sich zu entspannen, wenn sie vor vielen Menschen sprechen. Ja. Im Allgemeinen verlassen sie sich eher auf ihre Erfahrung als auf ihre Vorstellungskraft. Nope. Sie machen sich zu viele Sorgen darüber, was andere Menschen denken. Nope. Ach, immer noch nicht das Ergebnis. Hier noch ein paar Fragen. In einem vollen Raum bleiben sie näher an der Wand, als sich in der Raummitte aufzuhalten. Sie haben sich schon immer für unkonventionelle und mehrdeutige Dinge interessiert. Zum Beispiel, was Bücher, Kunst und Filme angeht. In gesellschaftlicher Situation ergreifen sie oft die Initiative. Nicht wirklich. So, jetzt müsste langsam mal das Ergebnis kommen. Dein Persönlichkeitstyp ist Logiker. Kurz INTPA. Okay, ich bin Logiker. Hätte ich nicht gedacht. Trübel. Ah, hier. Intravertiert, extravertiert. Oh, ja. Das kann ich nur bestätigen. Ich bin introvertiert. Durchaus. Intuitiv. Ja. 90%. Wunder, dass es nicht 100 ist. Logik fokussiert. Ja. Suchend. Ja. Absolut. Durchsetzungsfähig. Was? Was? Ich und durchsetzungsfähig? Okay, wenn du meinst, Chris. Was da war oder doch, das Ei ist abhängig von dem Bezugsrahmen. Der INTP ist Persönlichkeitstyp, der mit 3% der Bevölkerung durchaus selten ist, was sicherlich eine gute Sache für sie ist, da es nichts gibt, das ihnen mehr widerstrebt würde, als gewöhnlich zu sein. Auf ihr Erfinderreichtum, ihre Kreativität und ihren einzigartigen perspektivischen und willkürlichen Intellekt. INTPs sind üblicherweise bekannt als Philosophen, Architekten, verträumte Professoren und waren verantwortlich für viele wissenschaftliche Errungenschaften im Laufe der Geschichte. INTPs sind bekannt für ihre brillanten Theorien und ihre unerbitterliche Logik. Und der Tat werden sie als genaueste Persönlichkeitstypen, was die Logik betrifft, betrachtet. Sie muss und können jeder irgendeinem Zeit zwischen Aussagen ausmachen. Ja, es kann fast als Folie bezeichnet werden, was es nicht unbedingt empfehlenswert macht, einen INTP anzulügen. Umso ironischer ist es, dass das Wort INTPs immer mit Skepsis aufgefasst werden sollte. Nicht, dass sie unehrlich wären, aber Menschen mit INTP-Persönlichkeitstypen neigen dazu, Gedanken auszusprechen, die noch nicht ausgereift sind, und benutzen andere als Schalldämpfer. Wie lange muss ich noch warten, dass du die Spülmaschine rauskommst? Mach ich gleich. Nicht jetzt, heute früh war für mich okay, aber es ist überarmt worden vielleicht. Ich mach's jetzt gleich. Und benutzen andere als Schalldämpfer für ihre Ideen und Theorien, anstatt die Debatte als reine Unterhaltung anzusehen. Jede Menge Text, der ganz viel über mich verrät. Ja. Nicht alles stimmt, aber. Ich sag mal, 85%. Damit ihr eine Zahl habt. Ich bin wie Bill Gates, Ellen Page,
Kristen Stewart, Albert Einstein, René Descartes, Blaise Pascal, Isaac Newton, Stanley Coach. Game of Thrones, sagt mir auch nichts. The Matrix, Neo, Prison Break, weiß nicht, wie man die ausspricht. Marshall Friedman, The Big Bang Theory, Leslie Winkle. Okay, ja, Leslie Winkle kenne ich, aber ich bin wie Leslie Winkle. Okay, und wer ist Abed Nadir? Community. Ja, versucht dieses Quiz auch gerne mal. Es ist verlinkt in der Videobeschreibung. Ich habe jetzt... Ja, macht's gut. Däumchen nach oben, soll es gefallen haben. Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Haut rinne.